Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin aus Hamburg, lebe und arbeite mit meinem Gesangsstudio Stage Art Studio in Singapur. Heute geht es wieder in meiner Reihe Gesangslehrerin analysiert um Madonna, was heißt wieder, also es geht um Madonna. Also der Auftritt hat natürlich viele gespalten. Ich habe live die Übertragung gesehen. Jetzt gibt es diese Live-Originalfassung fast gar nicht mehr, also nur noch solche Handy-Aufnahmen. Jetzt, was gerade so in den Trending-Seiten ist, ist halt die überarbeitete Version. Und heute gucken wir uns mal so ein bisschen an, aus gesanglicher Perspektive, was ist eigentlich schiefgelaufen, was hat sich verändert, wie wirkte sich das auf die Stimme aus. Man muss auch dazu sagen, Madonna ist jetzt, geht auf die 60 zu oder ist auch irgendwie 60. Also natürlich, die Stimme verändert sich das ganze Leben hinweg, also wirklich von der Geburt an bis zum Älterwerden. Die Stimme macht so einiges mit. Das darf man hier nicht vergessen. Madonna ist ein Weltstar, hat viele geprägt mit ihrer Musik, ist ganz, also wirklich ihre Musik ist ja, jeder kennt Madonna, aber ich meine, es ist wahnsinnig schwierig, was zu sagen. Hier in diesem Video geht es auch nur um den gesanglichen Aspekt. Also wir gucken uns an, was ist da jetzt passiert, was heißt das eigentlich? Und ja, lass uns doch mal loslegen. Stopp, jetzt erstmal als erstes. Eins muss ich dazu sagen, also wisst ihr auch, Madonna ist ja ein Performer und die war schon immer bekannt dafür, dass sie so politische, kontroverse Auftritte gemacht hat. Dass sie jetzt gesanglich keine Beyoncé war, ist ja auch eigentlich vielen klar. Ich fand's sehr erfrischend, sage ich jetzt mal, dass sie überhaupt live gesungen hat, weil heutzutage kann man es einfach leider nicht mehr erwarten. Heute sind viele Auftritte pre-recorded. Das sieht aus, als ob jemand live singt, aber das wurde schon im Studio sozusagen live recorded und dann abgespielt. Sia ist zum Beispiel so ein Kandidat und es wird mittlerweile sehr schwer für den Zuhörer, das festzustellen oder auch Unterschiede zu sehen, weil das einfach so gut gemacht ist. Also daher... It's like a little bird down on my knees. I wanna take you there in the midnight. Ja, also was man jetzt so ein bisschen raushört, dass da so ein bisschen Stabilität fehlt, ne? Also es klingt so ein bisschen schon wobbly, ne? Wenn der Vibrato so ein bisschen slow ist, dann ist das so ein Anzeichen dafür, dass das einfach, dass da nicht mehr so viel Training dahinter ist. Das ist so ein bisschen auch ähnlich bei Mariah Carey. Dort spielt natürlich nicht nur das Alter eine Rolle, sondern natürlich auch Vocal-Hygiene, Vocal-Health, also die Stimmgesundheit, die Stimmhygiene dazu. Der Lifestyle spielt natürlich eine wichtige Rolle und natürlich, ob die Person auch noch trainiert oder nicht. Also hier sieht man auch, das fehlt schon an Stabilität. Lass uns mal weiterschauen. Ja, auch Stopp, das ist natürlich auch nicht die ganze Zeit hinweg, ne? Also es ist natürlich, da hat sie ein paar Töne, die ein bisschen mehr flat waren, die nicht mehr stabil waren, aber trotzdem hat sie noch ein Vocal Closure da. Das ist natürlich auch mit Mikrofonfilter, da kennt sich Tubo wahrscheinlich jetzt auch besser aus. Autotune, Mikrofilter hilft natürlich auch. Autotune hilft dir, direkt in den nächstliegenden Ton zu gehen und den sauber klingen zu lassen. Autotune hilft dir nicht, perfekt zu singen sofort, sondern es ist so ein bisschen wie so ein Pitch Corrector, der dir eigentlich hilft, wenn du jetzt ein bisschen flat unterm Ton bist, dann hilft dir Autotune auf diesen Ton ranzukommen, raufzugehen, raufzuspringen, ja? Also in den nächstliegenden. Down.
Ja, und das etwas, was ich so sagen möchte zum Stage Performances. Also ich war es jetzt günstig, dass man sie jetzt diese Treppe hat jetzt runterlaufen lassen. Also meine Mutter rief mich an und meinte, warum haben sie es gemacht? Das ist auch so eine Sache, ne? Also im Grunde genommen, wenn jemand total athletisch ist, gesanglich, so wie Helene Fischer, die von irgendeinem oder Pink oder so, die jetzt irgendwie von einem Trapez. Ne, Helene Fischer ist ein Athlet, ein gesanglicher Athlet. Die kannst du die Treppe joggen lassen und sie würde singen, als ob sie gerade, weißt du, gerade frisch geboren, sag ich jetzt mal. Aber ob das jetzt so choreografisch günstig ist, jetzt diese halbe Stunde die Treppe runterzugehen, besser ist es, im Stand zu singen, um einfach diese Stabilität aus dem Körper zu haben. Also Posture, Muscles, ne? Ich sage immer Alexander-Technik, Posture ist wirklich wichtig. Das ist ein Grundbestandteil mitunter. Und ob man dann das in dem Moment so gefährden will, weiß ich nicht. Lass uns mal weiterschauen. Ja, also was auch dazu tendieren kann, dass die Noten flat werden, ist natürlich auch die Atmung, weil die Luft ausgeht. Das ist zum Beispiel auch sowas. Ja, wenn du natürlich kein richtiges Breath Management hast oder wenn du natürlich da außer Atem bist, dann ist es ganz, ja, ganz, ganz schnell kann man da Töne versemmeln tatsächlich, ne? Und dass die Töne dann auch flat werden. Das ist bei mir auch so der Fall. Also wenn mir die Luft ausgeht, dann kriege ich ja praktisch nur noch an diesen Ton und dann wird er automatisch flat. Ja. Ja, ganz kurz, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass dann später ein Switch in der Tonlage war. Dazu möchte ich aber auch nochmal was sagen. Also es ist ganz, ganz häufig der Fall, dass Dinge im Studio in einer Originaltonlage des Singer-Songwriters aufgenommen werden und dann live ganz häufig auch einen halben Ton tiefer oder einen ganzen Ton tiefer oder je nachdem, was bequemer ist für den Sänger, so auch dann live gesungen werden. Weil bestimmte Töne, wie zum Beispiel so Whistle Notes, das sind also Töne, die man nicht immer wieder machen sollte, sind auch nicht gerade das Gesündeste, was du auch machen kannst, jetzt immer wieder Whistle Notes, weil da geht eine Menge Luft durch die Stimmbänder. Viele Sänger wollen auf einer Tournee in einer bequemen Tonlage singen, die sie auch jedes Mal singen können, ohne sich zu überanstrengen, ohne die Stimmbänder zu abusen. Und ganz viele solcher Töne wie, was weiß ich, Celine Dion, diese ganzen Belting Notes, diese High Notes, Mixed Voice, das sind auch alles Töne, die anstrengend sind und auch nicht für so eine Tournee machbar sind. Und deswegen werden häufig solche Töne auch ganz vom Band abgespielt oder korrigiert mit dem Sound Engineer etc. pp. Ja, daher switcht sie auch natürlich in so einer eher bequemeren Tonlage, als jetzt, wie es natürlich in der Originalversion ist. Ja, also man merkt natürlich, sie ist ein bisschen außer Atem, ne? Und man muss auch mal dazu sagen, das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, ist, hast du eigentlich noch ein reguläres Training, gerade wenn du selber aktiv auf der Bühne bist. Klar, die Stimme verändert sich im Alter hinweg, die Stimme wird so ein bisschen, es ist ein Muskel, der Muskel, der wird dann wobbly, der verliert an Stabilität, ne? Es ist halt so, wie es mit jedem Muskel ist, ne? Die Stimmbänder sind kleine, feine Apparate, die diesen ganzen Sound eben für uns kreieren. Und dementsprechend möchtest du, wenn du regelmäßig auf der Bühne stehst und live singst, natürlich dafür sorgen, dass du auch eine Vocal Health hast, dass du auch eine Vocal Hygiene hast, ne? Ich habe zum Beispiel einen Hyper Acid Reflux seit 2 Jahren. Das ist dann auch eine Kondition, auf die du dann genauer achten möchtest, weil das eben auch deine Stimmbänder belasten kann. Hast du eine Dysphonie? Wie sieht dein Trainingsplan aus?
Das ist so ein bisschen wie wenn du bei Barbara Streisand guckst, die mit 74 immer noch ein Album aufnimmt, weil die hat eine klasse Technik, die arbeitet nach wie vor an ihrer Stimme. Du musst auch gucken, Rauchen ist vielleicht auch nicht wirklich angebracht. Leute, wir sind in 2019, da weiß jeder, Rauchen ist für die Stimme kontraproduktiv. Alkohol enthält Säure. Was sind so Dinge von Lebensmitteln, die du isst, die Säure produzieren können, etc. etc. pp. Machst du deine Übung regelmäßig, jeden Tag und so weiter und so fort. Das gehört alles dazu, gerade wenn du als Frau Menopause oder Pubertät oder was auch immer da alles ist, gerade im Alter möchtest du vielleicht doch dagegen arbeiten können und sagen, ja, ich möchte die Stimme noch aktiv haben, ich möchte nicht so wobbly klingen oder so. Lass uns mal weiterschauen. Ja, jetzt machen wir mal hier einen Stopp, weil das ist jetzt alles so, das ist jetzt sozusagen die, das ist jetzt Playback, was dann kommt. Ja, ich möchte aber trotzdem gerne da noch, jetzt musste ich gerade so in die Kamera gucken, ob es auch filmt, resümieren. Faktoren, die wichtig sind, es ist natürlich ein reguläres Stimmtraining, ja. Und zwar wirklich die Regelmäßigkeit reinbringen, diese Disziplin reinbringen, Warm-ups zu machen, in seinem Umfang zu arbeiten, durch diese ganzen Hürden, die das Alter mit sich bringt, durchzuarbeiten. Gerade natürlich, wenn man professionell arbeitet. Das andere ist Vocal Health, ne? Und zwar, das ist die Stimmgesundheit, ne? Also ich habe auch ganz viele Stimmprobleme immer gehabt, Dysphonie. Was ist deine Stimmgesundheit? Im Laufe des Lebens verändert sich deine Stimme. Es kann sein, dass man durch Krankheiten hat und je nachdem muss man dann auch, gerade wenn man professionell arbeitet, sich dann auch danach richten, sage ich jetzt mal so, ne? Lifestyle, und das ist ein ganz, ganz großer Faktor, ne? Also wenn du natürlich irgendwie jeden Abend auf dem Ballermann arbeitest und dort natürlich singst, dann musst du gucken, wie du das handhabst, ne? Wie viel Energie gibst du, wie viel Effort gibst du, wie viel Compression gibst du, also überhaupt. Denn Vocal Health ist wichtig, wenn du natürlich den ganzen Abend feierst und säufst und am nächsten Abend einen Auftritt hast, dann braucht die Stimme einfach Zeit, um sich zu rehabilitieren. Also klar, ein Leben um deine Stimme herum als professioneller gestandener Sänger ist natürlich schon wichtig. Ne? Ich hoffe, ich konnte mal so ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen, ein paar Sachen anmerken und highlighten. Wer bin ich natürlich schon, dass ich das jetzt analysiere? Ein Niemand, und dementsprechend Madonna ist eine Ikone, und das sind alles wahnsinnige, tolle Künstler ihrer Zeit gewesen mit wahnsinnig guten Songs. Und ich hoffe, dass ich euch nur mal so ein bisschen was highlighten konnte. Darum geht es in diesem Video. Also das ist wirklich, also Peace, no hate und gar nichts, sondern wirklich nur aus gesanglicher Perspektive. Und ja, ich hoffe, dass ihr was Informatives mitnehmen konntet. Ein Abo und ein Like würde mich wahnsinnig freuen. Ich bin auf Instagram mit meinen Schülern und meinem Studio hier. Und jetzt habe ich so schnell geredet, dass ich jetzt also erstmal Luft holen muss. Also liebe Grüße aus Singapur. Ich sehe euch in meinem nächsten Video.